Willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute schauen wir uns mal ein Thema an, was echt viele beschäftigt. Ich bekomme immer wieder die Anfragen zum Thema, welchen Detailer soll ich auf eine Sprühversiegelung drauflegen? Kann ich das machen? Bringt das Vorteile? Vereinige ich damit beide Eigenschaften des krassen Abwehrverhaltens und der Lackglätte? Diese schöne, samtige Oberfläche, die so ein Detailer da ausbilden kann für die ganzen Lackstreichler. Kann man das irgendwie miteinander verbinden oder kann man das auch übereinander legen? Bringt das vielleicht irgendwelche Nachteile für zum Beispiel diese Produkte, die ja für den Easy-to-Clean-Effekt verantwortlich sind und halt uns diese schönen Perlen aufs Auto zaubern und dass das auch bei Regen zum Beispiel wunderbar den Dreck auch vom Lack runterspült. Deswegen zwei Kandidaten mitgebracht. ADPL Synthetic Spray Wax, absoluter Favorit, kennt ihr ja auch. Und den Brilliant Shine Detailer. Der Brilliant Shine Detailer ist mit das raueste, was man sich an der Versiegelung auf den Lack drauflegen kann. Der eine sagt, stört mich überhaupt nicht. Und der nächste sagt, ich finde das echt doof. Ich will lieber eine schöne, weiche Lackoberfläche, wenn ich da mit der Hand drüber fahre. Ihr kennt meinen Standpunkt dazu, den brauche ich euch jetzt nicht mehr erläutern. Wir legen jetzt Brilliant Shine Detailer auf die Motorhaube drauf, auf die andere Hälfte, ADPL Synthetic Spray Wax. Dann machen wir zwei Streifen auf die Lackoberfläche und da nutzen wir hier den Detailer von Geelen. Und da schauen wir einfach mal, wie wirkt sich das auf diesen beiden Produkten aus. Und am Ende könnt ihr für euch selbst entscheiden, lohnt sich es, nochmal mit dem Detailer drüber zu gehen oder lasse ich diese Produkte einfach standalone auf dem Lack in Ruhe arbeiten. Los geht's. So, auf der Seite werde ich den Brilliant Shine Detailer auftragen und dann nehmen wir uns einfach ein schönes, weiches Mikrofasertuch. Und ich empfehle euch immer, sprüht das bitte hier auf das Tuch auf. Drei Sprüher reicht eigentlich völlig aus. Und deswegen habe ich extra nochmal die Deckenbeleuchtung angemacht, damit ihr das auch nochmal gut sehen könnt. Seht ihr hier diesen leichten Film? Der entsteht bis zur Hälfte der Motorhaube. Und auf der anderen Seite kommt dann das Synthetic Spray Wax drauf. Ich verteile es immer einmal hin, einmal zurück. Und das Wichtige beim Brilliant Shine Detailer ist einfach, nicht zu viel Produkt nutzen. Das gilt natürlich für alle Produkte, die es so auf dem Markt gibt. Aber ihr macht euch halt nur unnötig Arbeit. Und ihr seht, ich habe das Tuch jetzt schon mehrlagig genommen und jetzt poliere ich das einfach ganz entspannt aus. Da kommen auch keine Schlieren, keine Wolken oder irgendwelche Probleme. Und selbst auch im Sommer dann sollte das so sehr schön klappen. Schaue ich mal von vorn mit euch gemeinsam drauf. Ihr habt natürlich den Look die ganze Zeit hier vorne und da seht ihr hier, wenn ihr hier so einen leichten Film habt, dann einfach kurz nochmal drüber polieren und dann geht das. Und ihr seht schon hier, sieht sehr, sehr schön aus. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ja, und was passiert, wenn man ein weißes Tuch mit einem roten, großen Trockentuch wäscht? Dann habt ihr hier die rosa Einfärbung. Ist aber überhaupt kein Problem. Mindert nicht irgendwie die Leistung. Aber ihr bekommt einfach einen neuen Look. Passt halt einfach ein bisschen auf, ne? So. Sprüher ADPL Synthetic Spray Wax. Endlich mir mal hier die neue Flasche im Einsatz. So, und auch hier nehme ich immer ganz gern so eine richtig schöne, oh, der Duft ist natürlich wieder sehr cool mit diesem Bubblegum. Einmal hin, einmal zurück. Ich hoffe, diese leichten Schlieren, seht ihr jetzt auch, ja, perfekt. Da seht ihr auch immer super, ob genug Produkt drauf ist. Und trotzdem ist dieser Film sehr, sehr dünn und das ist halt ganz wichtig. Und deswegen achtet einfach darauf, dass ihr nicht jede Menge Produkt drauf legt. Umso mehr müsst ihr halt auspolieren. So, Tuch nochmal gefaltet. Schön dick, jetzt haben wir richtig schönes, dickes, weiches Tuch und dann einfach kreisförmig. Entspannt auspolieren. Und dann einfach nochmal nachkontrollieren. Und vorher Zustand jetzt mal eingeblendet und jetzt wieder danach problemlos. Und das ist der Vorteil und auch der wichtige Punkt. Nutzt wirklich nur einen ganz dünnen, hauchdünnen Film. Dann funktioniert es sehr, sehr cool. So, und jetzt lasse ich das mal noch ein paar Minuten hier ablüften, ein bisschen trocknen. Und dann legen wir mal hier auf die zwei mittleren Bereiche, auf die zwei mittleren Streifen, da legen wir noch mal jetzt den Quick Detailer drüber und schauen, was passiert. So, nachdem das jetzt in Ruhe aushärten konnte, gehen wir jetzt mal mit dem Quick Detailer drüber. Machen wir uns hier die Spray-Funktion an. Sprühen uns vielleicht erstmal kurz was ins Tuch. Und jetzt legen wir hier vorsichtig auf die Mitte ein bisschen Produkt drauf, auch nur so viel, dass man das halt zum Beispiel vergleichen kann, wenn ihr jetzt im Sommer einfach ein paar Fingerabdrücke runternehmt oder einfach so eine schnelle Reinigung machen wollt und diese ganz weiche
schöne Oberfläche wollt. Das heißt, erstmal den groben Bereich hier mit dem Detailer behandeln. Und der GN Detailer ist wirklich sehr, sehr beliebt unter den Detailer-Nutzern. Und jetzt auf eine frische Seite wechseln. Und oh ja, das merkt man halt sofort. Es wird super glatt. Also ich kann euch den auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr hier einen Detailer sucht für so eine wunderschöne glatte Oberfläche. Dafür ist der GN wirklich echt gut geeignet. Das merkt man ja schon beim Auspolieren, dass das Tuch halt unheimlich schön sanft hier über die Lackoberfläche gleitet. So, ich guck mal hier bei euch. Manchmal kann man auf der Kamera sogar noch ein paar Sachen erkennen, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, Lack ist nicht hier in einem Neuwagenzustand. Das Auto hat jetzt 60.000 Kilometer runter. Also da ist auf jeden Fall Beanspruchung da. So, und jetzt lassen wir es auch noch ein paar Minuten ablüften und dann fahren wir rüber in die Waschbox und schauen uns mal an, wie das vom Abhellverhalten aussieht zwischen Brilliant Shine Detailer Oberfläche, Brilliant Shine plus Quick Detailer, ADBL plus Quick Detailer und ADBL hier drüben dann im Standalone. So, und da sind wir auch schon angekommen und das Ganze konnte jetzt auch noch mal eine Stunde hier in Ruhe ablüften. Also, wie sieht es aus hier auf den vier Oberflächen? Ich denke mal, es lässt sich auch gut erkennen. Wir strahlen jetzt einfach mal hier alles nacheinander ab. Fangen wir drüben an beim Brilliant Shine Detailer. Also, hier auf den Ablaufbahnen, das sieht absolut toll aus, lässt sich auch gut erkennen. Bin ich ganz froh jetzt hier in der neuen Halle, auch ein bisschen für mich zum Austesten und so weiter. Also das sieht sehr, sehr cool aus. Schau mal beim ADBL Synthetic Sprayvex. Das perlt absolut fantastisch. Auch komplett freie Ablaufbahn, sehr, sehr cool. Jetzt wird's spannend. ADBL plus Quick Detailer, BSD plus Quick Detailer. Und genau das wollte ich euch zeigen. Schauen wir nochmal hier drüben hin. Wunderbar zu erkennen. Also, ganz klar zu sehen, ihr legt euch den Quick Detailer auf eure Versiegelung. Und ich denke mal, für die meisten ist das nichts Neues. Ich wollte euch mit dem Video einfach nochmal so ein bisschen sensibilisieren, dass ihr überlegt, genau was nutzt ihr für Produkte. Was lohnt sich? Was ist vom Hersteller zusammen freigegeben? Was sollte man einfach vielleicht nicht tun? Der Vorteil ist jetzt, wir haben hier wirklich selbst nach diesem Hochdruckreiniger jetzt immer wieder eine deutlich glattere Oberfläche hier als hier drüben beim Brilliant Shine Detailer. Beim ADBL, ja, so ein Mittelding. Also man kann das wunderbar erkennen. Und auch jetzt, also man kann das wunderbar auch hier mit der Hand, das reicht schon, man merkt es sofort. Schön glatt, aber wir haben natürlich nicht mehr diesen starken hydrophoben Effekt. Er ist zwar immer noch gut da, aber man sieht ganz klar den Unterschied. Wir schauen uns jetzt mal die beiden hier im Vergleich an. Also das ist auch nochmal ganz, ganz deutlich. Und das nächste ist, was einem auch noch so auffällt, wenn man viel mit diesen Produkten arbeitet. So ein Detailer wäscht sich auch relativ schnell wieder runter. Das haben wir jetzt hier schon auf der anderen Seite gesehen. Schauen wir uns das nochmal hier in Ruhe an. Also da zieht sich der Wasserfilm langsam zurück. Und hier, zack. Da geht das natürlich deutlich besser. Umso mehr ihr dann hier auch wascht, umso mehr werdet ihr auch den Detailer wieder runternehmen. Das heißt, mit der nächsten Wäsche würdet ihr euch hier den Detailer, den GN Quick Detailer auch von der Oberfläche runternehmen und unten kommt der Brilliant Shine wieder raus. Also das ist so ein Punkt, überlegt euch wirklich, was lohnt sich jetzt hier an Versiegelung draufzulegen. Brauche ich noch unbedingt einen Quick Detailer für mehr Lackglätte? Wenn ja, dann müsst ihr natürlich mit der Reduzierung der Performance der darunterliegenden Versiegelung rechnen. Aber ihr legt halt oben drauf immer noch mal eine Schicht, die halt hier diese Sprühversiegelung einfach behindern. Und das hat der Test nochmal wunderbar gezeigt. Und deswegen achtet halt einfach drauf, was ihr nutzt und ob das euch wirklich diesen extremen Mehrwert bringt.
Deswegen, wenn ihr Fragen habt zum Thema, unten in die Kommentare rein. Ich finde, das war nochmal gut zu sehen. Und ja, meine Favoriten BSD und Synthetic Sprayworks haben wieder gezeigt, was sie drauf haben. Und wenn ihr aber einen Quick Detailer sucht mit einer wunderbaren Lacklatte und einer schönen Farbkräftigung, dann greift zum GN Quick Detailer zum Beispiel. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bei Fragen melden. Wenn ihr noch Fragen zu den Produkten habt, auch unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal ein paar Sachen verlinkt und auch meine Favoriten nochmal mit dabei. Bis zum nächsten Video. Bei Fragen bin ich jederzeit für euch erreichbar. Daumen nach oben nicht vergessen. Ciao.